Hallo, hier ist Martin von meinem Kies, Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 13.01.2023. äh, halt, Freitag, den 13. Freitag, der 13.1.2023. Freitag, der 13. steht bevor. <laughs> Könnte sogar passen. Unser DAX hat jetzt schöne schöne Kür vollzogen. Hat sich jetzt endlich mal noch hier an meine 15, 1, 15 dran geschrubbt. Den Pfeil, das sieht jetzt hier so ein bisschen aus wie dran gemalt. Der ist jetzt einfach der Markt reingelaufen. Der lag wirklich dort. Erkennt man jetzt aber gar nicht mehr so richtig. Zieh mal ein bisschen nach links hier. Ähm ja, Donnerstag war wild, war. <laughs> ähm Wir hatten uns darauf vorbereitet, was wo wie kommen kann. Ähm, insbesondere auch der Bereich hier 1560, 1515. So richtig happy bin ich nicht darüber gewesen, wie er es gemacht hat, ähm, weil er ja an sich schon schön die Station bedient hat, 1560 bedient hat, 1515 15 bedient hat. Aber hier unten war die Reaktion, kam, also erst kam man nicht aus Pusher dann kam alles auf einmal, war sofort wieder vorbei und dann hat man es nicht mehr schön umgesetzt bekommen. Also Donnerstag hat man sehr, sehr, sehr oft ja den Vorteil, dass der so, so lange und so schön auf den Stundenkerzen geleitet und dass man, dass man wirklich auch, ich sag mal, einer grünen Stundenkerze dann auch noch 4, 5, 6 Stunden folgen kann und dann nochmal eine roten 4, 5, 6 Stunden folgen kann und dann ist der Tag irgendwann vorbei und man hat mehrere hundert Punkte zusammenbekommen. Ich glaube, das war jetzt hier am Donnerstag ein bisschen schwieriger. Das hat er nicht so schön gemacht, wie er das sonst gemacht hat, auch wenn er letztendlich das umgesetzt hat, was wir gesagt hatten. 150 bis 250 Punkte Bewegungsschwanz zwischen Hoch und Tief hat man erwartet. Es sind. Naja. Nicht ganz, ne? 15, 1. Warte mal. 9, 35, 15, 15,35. Naja, nicht ganz, ne? Sind knapp 200 Punkte gewesen. Die jetzt hier in der, in der Spanne liegen hat. Ähm, da wäre mehr möglich gewesen. Und, ähm, er hat aber eben auch genau das getan, was ich gesagt habe. Man sollte aufpassen, wenn er nach unten tritt, weil er wahrscheinlich auch unheimlich stark von unten nach oben kontert. Ich könnte mir bloß vorstellen, dass es die meisten gar nicht so umgesetzt bekommen haben. Also in der Zeit, wie man da zum Beispiel in den Knockout scheint oder sowas, ich sag mal selbst zum CFD, öffnende Order -Maske und schon war der ganze Spaß wieder vorbei. Ähm, da, da war für viele wahrscheinlich nicht viel zu holen. Auch wenn ich die Station schön fand, ne, auch das Anlaufen von der 59 hier unten, das hat alles gut reingepasst. Also da ist sehr schön markentreu geblieben. Er hat es bloß vom Ablauf, einfach vom, von der Aneinanderfolge äh, nicht optimal gemacht, sodass ich denke schon mal viele eher die Schwierigkeiten hatten, hier das Maximale rauszuholen und wahrscheinlich eher ernüchtert dann waren mit dem, was hinten bei rausgekommen ist. Aber ein kleiner Quint sollte trotzdem stehen. Er hat ja auch die Marken schön gezogen. Und von daher können wir sagen, boah, okay, DAX hätte man besser machen können, aber er hatte jetzt zum Freitag noch die Chance, das gut zu machen. Und wenn wir das jetzt hier so sehen, dann darf er zum Freitag natürlich selbstverständlich jetzt den Pfeil fertig machen, sich unten rauswerfen und mal einen Tag ein bisschen verschnaufen. Zum Freitag, den 13, passt es natürlich wie die Faust aufs Auge, wenn es sich einfach mal ein bisschen nach unten durchspeist. Und interessant wäre jetzt nochmal das Tief anzulaufen, hier die 59. Ich könnte mir vorstellen, kurz drunter und wieder anzucken, das könnte eine komplette Freitagsaufgabe sein. Ähm, Im Grunde hätte aber auch Platz bis 835, 800 an. Ja, Also wenn er sich richtig runterarbeitet, ich sag mal unter 1550 runterarbeitet, das würde mir persönlich schon reichen. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir dann erstmal auf die 15.000 nochmal gehen und dann auch bei der, äh, der 14,59 ähm, klappern und wenn... Die gebrochen kriegen. Das wird ein bisschen dauern. Der da wird er bestimmt auch das erste neue Tief erstmal wieder nach oben zucken, kräftig nach oben zucken und dann Richtung 8,35 absinken. Das die Erwartungshaltung, wenn wir Schwäche zeigen, wenn wir zum Freitag auch schwach handeln. Freitage, die schwach handeln, sind eigentlich gar nicht so schwere Handelstage, weil die relativ straight dann durchziehen. Die kleckern sich einfach so schön von vorne bis hinten einfach runter. Ähm, sollten wir aber. Den deutlich überoptimistisch sehen. Das heißt, der kommt vielleicht ein bisschen schwächer rein, guckt man bei der 1550 kurz vorbei und dann stößt er sich mit so einer brachialen grünen Kerze nach oben oder kommt beispielsweise mit Aufwärtsgap über 15,130 schon in den Handel rein, dann ist hier Short Squeeze weiter möglich, ähm, auch wenn ich glaube, so viele sind gar nicht mehr Short, die, da dürfte die meisten schon rausgehauen haben. Ähm, dennoch, sind hier noch Ziele möglich. Ja, der kann über 1515 15 dann in die 15200 reinlaufen, in die 15270, 15280, 350. Das sind alles wichtige Marken. Ich glaube persönlich aber, dass wenn die 1515 15 ihm jetzt hier nicht den 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 den, den, den Dolch in den Rücken rammt, dass er dann bei 270, 280 erst wieder eine adäquate Chance dafür hätte. Ja, das ist die sind dann so relativ gleich. Von der, von der Wertigkeit. Ähm, die 1,50 ist vollkommen okay, die ist auch ausreichend. Aber 270, 280, ich glaube, wir hatten das zum Tagesschart hier, oder? Wo, hat man, wo hatten wir denn das gesetzt? Wir hatten hier mal eine Projektion angelegt und gesagt, okay, ähm, stellt euch nicht zu so dolle gegen den Trend. Der kann nämlich auch ordentlich noch nach oben rausschrubben und hatten da angelegt, zack, zack, zack. Dann hat man hier gesagt, wir arbeiten hier aber mit der 700. Und waren dann bei Zielen um. Ah, ne, gut, das ist dann hier oben der Bereich, wo wir gerade waren. Wartet, ich noch nochmal an. Ah, ich kriege hier die 700 gerade nicht rein. Wartet. Äh springt immer drüber. Jetzt so. Das haben wir ah, äh, Also, wir haben jetzt hier die 100 und gut, dann sieht man erst 435, wäre das nächste. Das heißt, hier kam es auf jeden Fall nicht her. Dem sollte man aber auch zur Kenntnis nehmen. Wäre dann über 270, über 350 die 4. 40 und die nächste Marke. Auf der Oberseite das eigentliche Ziel, das Potenzial, was die Welle in sich hat, was sie auch schöpfen kann, wäre sogar überall Zeit hoch. Ne? Ähm, würde ich jetzt so nicht zwingend auch direkt erwarten. Ich könnte mir vorstellen, dass hier die nächsten Tagen, die nächsten Wochen auch erstmal wieder ein bisschen Ruhe reinkennt. Vielleicht sogar eher seitwärts, gar nicht mal unbedingt, volle Fahrt wieder zurück. Ne? Dass er einfach ein bisschen ins Pendeln übergeht, ein bisschen ins Schwingen übergeht und ähm, vielleicht eine größere... Bullenflagge baut, die er dann aber vielleicht sogar nach unten auflöst, nicht nach oben. Irgendwie sowas Offensichtliches oder ein schönes Dreieck oder sowas. Sowas könnte ich mir eigentlich ganz gut dann für die kommende Woche vorstellen. Er hat schon echt Potenz drauf momentan und ist aber hier auch in der Zone, wo er gehandelt werden muss. Also guckt mal, er kommt an die ganzen Tiefs hier gerade von unten ran. Also, da, 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 da wird eine rote, Katze, eine rote Tageskatze mindestens einmal auch kräftig drin stehen. Und zum Freitag wird es sich wirklich anbieten. Zum Donnerstag hat es uns ja nicht geliefert. Wir haben jetzt auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grüne Tageskatzen am Stück. Das ist dann quasi auch schon fast, ähm, naja, wie soll man sagen: äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sehen. Es ist schon, naja, man findet das nicht häufig. Ne? Es ist schon eine Ausnahmesituation, es ist ein besonderer Anstieg, es ist deutlich überkauftheit halt auch im Markt, die muss ich abbauen. Aber die muss ich eben nicht immer abbauen, indem man komplett nach unten richtig zurückknallt, sondern da kann auch zur Seite einfach mal dienen. Wir haben jetzt ein wunderschönes Niveau erreicht. Also für mich ist die 15, 1, 15 definitiv eine Stelle. Die wollte ich eigentlich schon hier sehen damals. Ne? Also <laughs> als er hier bei 14.800 sich den Kopf gestoßen hat und dann wieder zurück ist. Da wollte ich den eigentlich schon so sehen, in die 15.100 einmal reingehandelt. Ne, hat jetzt ganz schön lange gedauert, bis er noch gespielt hat, aber nun haben wir sie da. So, das heißt, also, wir fassen nochmal kurz zusammen, unter 15.115, 15, wenn er unter 15.50 sich zurückstößt, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir nochmal an die 59 hier kurz einmal drunter tippen, dann wieder kurz zurückziehen, das kann dann bis gut und gerne 15.20, 15.10 nochmal hochschießen, dann von dort nochmal auf ein neues Tief. Und ähm, wenn er das macht, macht er sich natürlich auch für die nächste Woche ein bisschen Korrekturpotenzial einfach auf. Ne? Weil dann, guck mal, der Aufwärtstrend der ist ziemlich steil. Ja, Aufwärtstrend seit dem Tief ist ziemlich steil. Und der wäre dann schon durchbrochen, wenn wir hier das Tief unterbieten. Dann ist der Aufwärtstrend seit ähm, 13800 erstmal gebrochen. Und der Markt könnte ein bisschen in die Korrektur gehen. Und selbst eine 50er-Korrektur wäre hier. Wie gesagt, ich rechne damit, dass es zeitlich länger dauert, als wir hochgekommen sind. Aber ich glaube, so können wir uns stehen lassen. Sollte weiter rüber schieben über der 115, dann ähm, haben wir Platz bis 200, 270, 280. Die ist nochmal wichtig. 350 und dann die 435. Ne, 440 es, ne? So weit so gut. Ja, machen wir zu und wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg und bis morgen. Tschüss.